Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Skistammtisches. Und was ist eigentlich ein Stammtisch? Stammtisch ist so definiert, dass es eine Gruppe mehrerer Personen, die sich regelmäßig treffen, meist in einer größeren Runde. Ja, und im Mittelpunkt steht das gesellige Beisammensein und der fachliche Austausch. Genau das machen wir heute und damit darf ich unsere Gäste recht herzlich begrüßen. Zum einen ist das die Nadine Fest. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, es ist Samstag in der Früh, deswegen dürfen wir guten Morgen sagen. Und der Benjamin Rosian. Grüß euch, hallo. Und der Hanno Doschan, mein Co-Moderator, ist auch wieder dabei, freut mich. Ja, mich freut es auch. Sehr gut, dann starten wir gleich rein. Und heutiges Thema ist Präparation des Skis. Ja, wie wir das richtig machen werden, werden wir heute erfahren. Und ich starte gleich einmal rein und Ladies first, hätte ich gesagt. Nadine, ich starte mit dir. Du bist 24 Jahre jung, bist wahnsinnig gut in den Speed-Disziplinen unterwegs, bist seit 2017 im A-Kader des ÖSV, hast von da an quasi ein bisschen Routine gesammelt, 2016 Jugend-Olympiasiegerin im Super-G und 2017 bist du zweifache Junioren-Weltmeisterin geworden. Also die Liste wird hoffentlich noch länger werden. Oder? Ich hoffe mal, dass die noch länger wird. Aber 2017 ist schon ein bisschen her, also ich hoffe. Ja, du bist ja jetzt im A-Kader beim ÖSV tätig und allgemeine Frage, wie taugt es dir eigentlich so im Skizirkus? Ja, ich muss sagen, also dadurch, dass du ganz als Kleiner anfängst zum Skifahren, von dem träumt man. Und wenn du dann dorthin kommst, das ist einfach, ja, als würde da eigentlich, wenn da alle Türen offen stehen, also die Unterstützung ist super und ja, ich glaube da kann man die Träume verwirklichen. Ist es ein wirklicher Zirkus? Wirst du ab und zu schon, würde ich sagen. Nein, also man, sicher, man ist mit viel Leid unterwegs, man trifft immer neue Leute. Ich glaube, ja. Ich glaube, im Grunde kann man es schon so nennen. Du bist ja bei den Speed-Disziplinen zu Hause. Was ist für dich das Faszinierende und warum gerade die schnellen Disziplinen? Ja, ich bin als Kleiner eigentlich mehr Slalom und Riesentorlauf gefahren. Ich meine, logisch, als Kleiner fährt man nicht die schnellen Disziplinen, eh klar. Aber mich hat es dann relativ schnell im Jugendbereich in Speed gezogen. Ja, bin da gleich mal meine Fixplätze gefahren. Also ich glaube, das Adrenalin, was man da spürt, das ist unbeschreiblich. Und ja, ich glaube, von dem kann man nur profitieren dann hinten raus. Ja. Sehr cool. Also ich bin ja auch normalerweise einer, der in der Abfahrtshockey immer gern runterfährt. Abfahrtshockey. Danke, Hanno. Hauptsache gerade. Genau, Hauptsache gerade. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Was mich jetzt dann zu dir bringt, lieber Benji, du bist seit 6 Jahren beim ÖSV dabei, also als Servicemann, seit 4 Jahren im Damenweltcup im Bereich der Technik tätig. Wie wird man überhaupt Servicemann und überhaupt Servicemann dann beim ÖSV? Boah, ja, es ist gar nicht so leicht. Also man sollte ein bisschen Erfahrung mitbringen, vielleicht selber ein bisschen Ski gefahren sein, ein bisschen, wie soll man sagen, technisch oder halt handwerklich begabt sein. Und dann muss man sich bewerben und mit ein bisschen Glück schafft man es dann zum Servicemann. Gestartet bin ich ja bei den Herren im Europacup, beim Fabio Gstrein. Habe den 2 Jahre betreuen dürfen und bin dann gewechselt zum Damen-Europacup. Und da habe ich die Elisa Mörzinger übernommen. Dort haben wir einen Fixplatz erfahren können. Und dadurch sind wir dann in Weltcup aufgestiegen. Und jetzt betreue ich momentan die Mörzinger Elisa und die Julia Scheib in der Technik. Genau. Was sind so die Hauptaufgaben von einem Servicemann? Ja, alles was Ski betrifft, das Ganze zu bestellen, die Modelle bestellen, das Ganze vorzubereiten und dann praktisch die Ski so präparieren, dass es bestmöglich für einen Athleten passt. Genau. Zusammengefasst, wunderbar die Hauptaufgaben. Benjamin, du hast ganz was Interessantes jetzt auch gesagt, man sollte davor eigentlich am besten auch schon selbst einmal ein Skifahrer gewesen sein. Das ist nämlich ganz interessant, Nadine, ich weiß nicht, ob du mir das so bestätigen kannst, aber gerade in den jungen Jahren, ja, muss man eigentlich sein Ski immer selber machen. Nämlich erst später, wenn man einmal in Richtung ÖSV kommt, dann kriegt man erst die Möglichkeit, das ist auch das, was du gesagt hast, Service quasi, Leistungen vom ÖSV nachher in Anspruch zu nehmen. Wie ist denn das nachher eigentlich, wenn man jetzt, wenn du zurückdenkst, so als junger Athlet, von damals, wo du halt einfach alles selber hast machen müssen, hast du damals auch, siehst du jetzt ähnliche Sachen, was dein Servicemann jetzt gerade macht, wie es du gemacht hast, wie war denn das so?
Ja, in erster Linie, glaube ich, schätzt einmal richtig die Arbeit, weil du weißt, wie viel da eigentlich Zeit dahinter steckt, wie viel Zeit da investiert werden muss, weil da geht es nicht leider um einmal Ski abziehen und das passt, sondern Speedski zum Beispiel, wenn ich von meinem Bereich rede, die müssen einfach ja, so oft auf Schnee, das, ja, da bin ich froh, dass teilweise, das geht schon wieder in eine andere Richtung, dass die Leute für mich auch durchfahren. Also da sind auch andere extra hergerichtet oder extra richten sich, stellen sich auf, damit sie die Ski durchfahren. Damit nicht ich die ganze Arbeit allein machen muss, sondern dass einfach noch mehr Leute mitkommen. Das heißt, da ist schon ein Riesenspektrum, was du einfach brauchst und Service. Durchfahren? Das ist genau ja. Das, was ich jetzt auch fragen wollte. Ich weiß eigentlich schon, um was es da geht, ja. Gell? Aber bitte erklär es jetzt für alle, die es nicht wissen. Ja, also da gibt es, so wie wenn ich jetzt Sölden hernehme, da gibt es eine Teststrecke, da sind so 4, 5 einfach so Langwärzen sein. Gleitpassagen? Ungefähr. Genau, Gleitpassagen, das, ja. Sind so circa 200-300 Meter lang. Und da fährst du oben, stehst dann vor dem Start, also gehst in die Hocke, fährst runter bis ins Ziel, fährst mit dem Ski da wieder auf und das geht ungefähr 20 Runden, 30 Runden so, damit die Ski einfach über 100 km/h kommen, dass sie einfach auch den Belag ein bisschen hernehmen, damit der Wachs da mal gescheit arbeiten kann. So, jetzt müssen wir eigentlich die Frage weiterspinnen zum Service. Man, was passiert in dem Moment? Warum macht man das? Es geht einfach darum, wenn ein Belag neu ist, der gehört einfach so oft wie möglich gewachselt. Dann muss man den Ski auf Schnee bringen, dass das Wachsel wieder gescheit rauskommt durch die Reibung und so weiter. Der Ski wird dann ausgebürstet, bearbeitet nach jedem Training. Und dadurch ja, werden einfach die Ski schneller gemacht. Und das ist halt einfach eine unglaubliche Arbeit. Und deswegen ist eigentlich ein Serviceman da, dass man da einen Athleten so bestmöglich unterstützt. Und da geht es halt einfach darum, je öfter der Ski auf Schnee ist, desto besser ist das halt dann für den Belag. Also der Ski erlebt in dem Moment so Zyklen, die er dadurch lebt. Und je mehr Zyklen, kann man das jetzt dann so sagen, der macht, das heißt mit Wachseln, Skifahren, Wachseln, Skifahren, desto besser, desto schneller wird er. Ist das die Faustformel? So kann man es runterbrechen, ja, genau. Ja, okay, aber weg von dem Ganzen, wir sind ja schon so tief drin im Thema, gehen wir ein bisschen zurück, nehmen wir Tempo raus, hätte ich gesagt, und fangen einmal ganz von vorne an. Wir haben ja schon in der Folge Material ein bisschen über das gesprochen, dass es günstigere Ski, teurere Ski, je nachdem, wie es halt ist. Also Materialauswahl war damals das Thema, als der Adrian bei uns war. Und da sind wir nachher auch dazu gekommen, halt eben, dass man je nach seinem Budget halt sich einen Ski aussucht. Aber jetzt will ich halt eben den Unterschied, beziehungsweise weißt du, wie schaut denn ein guter Ski aus? Wie ist denn der Aufbau von so einem Ski? Was ist denn da drinnen? Und warum ist der mehr wert als ein 0815 Ski? Ja, also Hauptbestandteil bei so Rennski ist einmal ein durchgehender Holzkern, der einfach die Spannung vorgibt und einfach die Flexibilität auch bietet. Das ist sicher ein großer Unterschied zu einem normalen, herkömmlichen Verkaufsski, der dann teilweise keinen durchgehenden Holzkern hat, sondern mit Schaum gefüllt wird und einfach günstiger wird, leichter ist, drehfreudiger ist. Und ja, wenn man jetzt so einen Rennski hernimmt, der hat schon ganz schön ein Gewicht und da kommen halt verschiedene Bauteile rein. Und dadurch ja, erklärt sich dann auch der Preis natürlich. Was ich auch aus meiner Erfahrung noch weiß, das nennt sich, glaube ich, Sandwich-Bauweise, wie sie diese Ski aufbauen. Ja, also das heißt, du hast drinnen, wie beim Sandwich, jetzt normal die Wurst ist das Holzplattel da drinnen. Ja. Und von oben und unten gibt es noch so Metallgurte, die noch sozusagen von oben und unten aufkommen. In dem Fall beim Ski ist es, glaube ich, Titanal, also Titanien-Aluminium. Ja, gibt es ganz verschiedene Bauweisen. Okay. Aber du hast schon recht, also Titanal. Es gibt da verschiedene Einlageblätter, was da halt verwendet werden. Ja. Da ja, liegt ein bisschen das Geheimnis dahinter, was dann... Von den Firmen? Ja, genau. Also da ist nachher der eine Ski halt anders als der andere. Genau. Je nachdem, was da drinnen ist in dieser Rezeptur des Skis, sage ich jetzt mal dazu. Aber eins haben sie alle gleich, unten am Belag. Und auf der Seite unten die Kanten. Ja, genau. Das ist richtig, ja. Und genau das ist ja eigentlich das Thema, wo wir jetzt heute noch hin wollten, weil
Mir ging es jetzt einmal darum zu verstehen, was macht ein Servicemann im ÖSV und was macht beispielsweise der im Sportladen, wo ich als Laie auch mein Ski hingeben kann. Und am Ende des Tages, was könnte ich vielleicht selbst machen, um den maximalen Spaß rauszuholen? Das wäre mein Ziel eigentlich für diese Folge, das rauszufiltern aus euch. Und dazu möchte ich jetzt einmal direkt mit der Frage starten, was machst du mit dem Ski und was macht der im Serviceverleih? Also ich glaube, dass du den angenehmeren Job hast als der, der von 9 to 5 quasi im Sportgeschäft steht, oder? Ja, das ist angenehmer ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe jetzt noch nie im Sportgeschäft gearbeitet. Okay, alles klar, nehmen wir eben alles zu. Lange Tage, die Burschen. Also 9 to 5, das kann man jetzt bei mir davon nicht sprechen. Also ich zähle meine Stunden nicht. Ich glaube, das muss einem einfach Spaß machen, die Arbeit. Und da vergeht die Zeit so schnell, dass ja, also bis zum Abendessen fertig werden, schaffen wir meistens nicht. Also es wird schon länger. Aber jetzt muss ich kurz einschmeißen. Ihr fangt nicht um 12 Uhr an zum Arbeiten, wo wir vom Berg kommen, sondern die fahren mit uns nach früher auf den Berg auf und sind auf der Piste ständig bei uns. Da wird Feedback geben und am Nachmittag stellen sie im Skiraum. Also, die haben einen harten Job. Haben einen richtig harten Job. Also, die haben einen richtig Ausdruck. Ich nehme alles zurück. Also vor den Rennen stehen die Wachsler teilweise bis spät in die Nacht. Ja. Ja. Also wirklich bis spät in die Nacht. Und oftmals verändert sich das Wetter. Dann kriegst du einen Wetterbericht und nachher stehen sie um 4 Rennen früh auf und müssen umwachseln. Irrsinn. Aber sie machen es gerne, hat er gesagt. Ja. Ich glaube, wenn man das nicht gern macht, kann man den Job auch nicht machen. Ist man sicher fehl am Platz. Wie gesagt, man arbeitet da mit Profis zusammen, würde ich bestmöglich unterstützen und da gehört halt einfach ein gewisser Einsatz dazu. Und wie die Nadine sagt, man steht in der Früh auf praktisch und ja, ist in der Früh am Berg, beobachtet das Training, spricht sich mit den Athleten zusammen, was kann man besser machen, passt das für heute, passt das nicht. Man geht da schon ziemlich ins Detail und dann fährt man wieder runter, geht Mittagessen und dann geht die Arbeit vom Servicemann eigentlich wieder los, indem man dann die Ski wieder wechselt, Kanten präpariert, abzieht und das sind halt mehrere Paar am Nachmittag und ja, kommt schon ein bisschen was zusammen. Genau. So, und jetzt zurück zum Punkt. Was macht jetzt der im Serviceladen und was machst du und was ist der Unterschied? Also bei uns ist es praktisch so, dass alles Handarbeit ist. Wir haben jetzt keine Maschinen, da wo wir den Ski durchlassen, dass die Kanten präpariert wird, dass gewachselt wird. Das wird einfach Schritt für Schritt alles per Hand gemacht. Und in einem Sportgeschäft gibt es sicherlich Möglichkeiten, wo man den Ski durch eine Maschine gibt, das praktisch für einen übernimmt. Mhm. Und ist aber für einen Rennlauf jetzt selber nicht geeignet. Also da muss schon mit Hand gefeilt werden. Das ist einfach viel präziser, das Ganze. Was ist noch an Handarbeit in dem Moment, wenn wir vom Wachseln reden? Wie funktioniert das? Ja, also ich habe da was mitgebracht. Sie hat Hardwachs. Da was vorbereitet. Sehr gut. Das ist praktisch ein Hardwachs, den man mit einem Bügeleisen am Belag auftragt. Man muss das Ganze eben erhitzen, dann schmilzt das praktisch. Und da gibt es eben gewisse Temperaturen, was da vom Hersteller vorgeschlagen wird. Und dadurch wird das dann auf dem Ski aufgebügelt und wirkt dann praktisch schon circa 2 Stunden am Ski ein. Okay. Und dann wird das Ganze wieder abgezogen und ausgebürstet, sodass kein Wachs mehr am Belag ist. Und dann danach wird die Kante noch gefeilt und dann kommt man praktisch wieder zum Skigenuss. Feilst du, das ist nämlich für mich interessant, feilst du vor oder nach dem Wachseln die Kante? Wir in der Technik wechseln den Ski vorher, lassen das Ganze einwirken, dann wird der Belag abgezogen. Ja. Wir kleben dann den Belag mit einem Klebeband ab. Okay. Also so, dass praktisch der Winkel, also das ist praktisch. Ja, zu dem kommen wir dann später ja genau, noch. Ja, genau. Dass der Winkel praktisch nicht direkt am Belag aufliegt, dann kann er keine Kratzer verursachen oder keine Späne reinkommen, ja. Wird das abgeklebt und danach wird dann die Kanten gefeilt. Einfach aus dem Grund, dass wir schon auf ziemlich eisigen Pisten fahren, ja. Und dadurch halt durch das ganze Ausbürsten dann nicht die Schärfe verlierst. Deswegen wird das eher zum Schluss gemacht. Okay. Genau. Du, und jetzt habe ich da noch eine Frage. Und zwar, warum wechselt man überhaupt einen Ski? Braucht es das wirklich? Was bringt das? Ja, es hat einfach erstens einmal einen Schutz für den Belag, dass er langlebiger ist, dass er schneller wird, der Belag, einfach durch die Reibung, wenn man sich das vorstellt am Schnee.
durch die Reibung entsteht ein Wasserfilm und der wird dann praktisch durch den Wachsel auf der Struktur absorbiert sozusagen, wo einfach das dann schneller funktioniert. Wenn man in den Belag einfach nie wächst, wird der Ski schneller kaputt und irgendwann merkst du halt einfach, dass du nicht mehr vom Fleck kommst. Jetzt haben wir darüber geredet, dass du das machst, aber wie macht man das, sodass man das ja auch vielleicht an Laien mit dem Podcast jetzt dann erklären und falls er den Videopodcast anschaut auf YouTube, ja, dann könnte man es ihm ja auch zeigen, dass er sich einmal anschaut, wie funktioniert denn das jetzt an Kanten zu machen. Kann man das erstens und wie macht man das? Ja, man braucht einfach die gewissen Utensilien. Man braucht einmal einen Skispanner, wo ich den Ski einspannen kann, ja. Dass ich einen Winkel ansetzen kann. Im Notfall geht das am Boden auch? Also. Ja, es geht natürlich auch, nur die Frage ist, wie genau das dann geht. Mhm. Und wie gesagt, wir sind jetzt Profis in dem Bereich und da machen wir ohne Skispanner eigentlich so gut wie nichts. Und das ist, glaube ich, schon einmal das Erste, was ich brauche. Dann brauche ich einen Winkel dazu, eine Kantenfeile. Und dann kann man natürlich ansetzen und das Ganze feilen. Ja. Wir haben da was vorbereitet. Okay. Wir haben einen Anschlag sozusagen. Ja. Wir würden gerne einmal ein bisschen zuschauen, wie du das machst. Wir haben jetzt zwar keinen Skispanner da. Mhm. Aber wir sind die Spanner in dem Fall. Wir spannen da dazu. Ja. Genau. Und ich darf jetzt da unsere... Das muss man auch dazu sagen, dieser Ski, ja, Nadine, deine Marke ist was? Salomon ist deine Marke. Dieser Ski, der ist nämlich jetzt für einen besonderen Zweck. Die Nadine schaut jetzt in dem Moment, blinzelt sie die Augen einmal zu und sagt, mach's kurz zu. Wir werden diesen Ski nämlich noch am Ende unseres Podcasts oder um die Weihnachtszeit herum an einen Bedürftigen oder die wird, bitte erklär du das. Genau, dieser Ski, den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen und alle unsere Gäste unterschreiben drauf. Und der wird dann zu einem guten Zweck versteigert. Da bekommt ein Bedürftiger den Erlös von dem Ganzen, was da zusammenkommt. Und ich habe gesagt, es ist schon einmal eine tolle Geschichte, dass wir überhaupt so eine Charity-Aktion machen. Und deswegen können wir den auch mit gutem Gewissen hernehmen, um zum Vorzeigen, weil der wird dann top präpariert sein. Ja, den kriegt dann derjenige sogar noch mit einer super Kanten drauf. Genau. So, dann legen wir das auf unseren Skispanner her. Wir sind so, ja, genau. Ja, genau. Und jetzt erklär mir mal, weil du hast gesagt, die Kante schleifen. Welche Kanten schleift man da? Ich meine, es gibt eine linke, eine rechte, aber es gibt ja so viele Seiten, die man da schleifen könnte. Was ist denn da jetzt an, wie ja, also funktioniert das? In dem Fall sieht man da jetzt die belagseitige Kanten. Ja. Die wird hauptsächlich maschinell abgehängt. Ja. Da gibt es jetzt verschiedene, je nach Disziplin. Ich sage mal, im Slalom ist der Ski eher planer. Das heißt, ja, von 0,3 abgehängt. Man kann sich das so vorstellen, dass die Kanten praktisch in diese Seite hängt, der Belag über der Kante ist, einfach, dass man besser gleiten kann. Und das wird halt dann je nach Speed-Disziplinen mehr abgehängt, dass eben dieses Verschneiden nicht passiert. Im Slalom hat man schon extrem eisige Pisten, da ist man dann schon froh, wenn der Ski gleich mal greift. Und das kann man dadurch halt einfach beeinflussen. Dann haben wir eben diese seitliche Kante, was man da jetzt sieht. Das wird dann praktisch mit einem Winkel, wird das dann angesetzt. Mhm. Ja, also ich zeig das jetzt einfach mal so. Ja. Wird dann so angesetzt und dann so gefeilt. Da gibt es jetzt wieder verschiedene Bereiche, das wird jetzt noch nicht scharf sein, muss man mehr machen, weil der Ski komplett neu ist. Aber wie gesagt, im Rennsport fängt das Ganze mit einem Winkel von ungefähr 87 Grad an, geht teilweise im Slalom bis zu 85 Grad. Bei den Herren ist dann schon extrem aggressiv, das ganze Setup. Und man muss sich da jetzt aber vorstellen, man redet da jetzt von 3 Grad. Genau. Und nachher redet man von Einspannen von einem Ski, also wie schnell das passieren kann, dass da irgendwas nicht ganz auf den Grad genau ist. Und das ist bei uns auf der Profiseite, sage ich mal, extrem wichtig. Genau. Ja, meine Belagseite hast du von 0,3 Grad geredet. Also wirklich, das ist jetzt ein... sehr, sehr Hauch. Schwierig. Hauch. Ja. Du, und in der Abfahrt, was weißt du das bei dir eigentlich, wie viel Grad du beispielsweise da jetzt abhängend hast? Und ist das nicht unangenehm, wenn der Ski nachher, man sieht das ab und zu, wenn man sich das Weltcuprennen, ja, also in der Linie im Fernsehen anschaut, dass der Ski auf einmal, wenn sie gleiten, der fängt so zum Schwimmen an, ja, also nach links, rechts bewegen. Ist das unangenehm? Nein, das ist eigentlich das beste Gefühl, was du haben kannst, weil dann weißt, dass du ungefähr
richtig flach am Schnee stehst. Also, weil sobald der Ski ein bisschen schwimmen anfängt, das ist für uns das Gefühl, okay, jetzt läuft es richtig, weil er dann einfach anfängt zum Gehen. Und das ist bei uns dann in der Abfahrt, du hast einfach nicht die, klar, die Winkel hast schon, die du mit dem Körper machst, aber du hast nie die Kurven. Du hast viel längere Kurven, du hast Zeit, du hast einfach ein bisschen andere Präparation. Also bei uns, wir bewegen uns im 0,8 bis 1,2 Bereich, also auf jeden Fall einmal, was Super-G und Abfahrt angeht. Also das ist halt dann schon, wenn man Slalom hernimmt, 0,3, ist schon ein Riesenunterschied. Das da greift dann alles viel schneller. Jetzt hast du vorher die Kanten ein bisschen geschliffen. Ja. Du würdest das quasi dann durchziehend machen auf beiden Seiten. Genau. Das Wachs kommt dann da drauf. Was ist noch zu machen? Ja, dann auch. Also wenn der Ski, wenn da jetzt das Wachs aufgebügelt worden ist, dann lässt man ihn einmal 2 Stunden ungefähr einwirken, dass das Ganze eben in den Belag geht. Danach nimmt man eine Abziehklinge her und kratzt praktisch das Wachs wieder runter. Und wenn das passiert ist, dass da so wenig wie möglich Wachs dann drauf ist, gibt es eine Bürste, da gibt es verschiedene Arten, ich habe jetzt mal eine mitgebracht. Da setzt man dann das praktisch an und bürstet den Ski dann praktisch aus, dass die Struktur wieder freigelegt wird. Gell? Das ist halt da wichtig. Das ist einfach das, was dann jeder braucht oder haben sollte, wenn er Ski selber präpariert. Braucht er einen Winkel, eine Abziehklingen und eine Bürste. Das war praktisch genau. Ja, und dann wächst natürlich. Ja. Und das Bügeleisen. Ne? Dann haben wir das Bügeleisen. Ja, das kommt dann schon wieder einiges zusammen, ist klar. Aber wenn man regelmäßig fährt, ist es sicher ein Vorteil, wenn man das selber ein bisschen richtet. Wo liegt man denn da, glaubst du, nachher preislich bei so einem Winkel und einer Feile, wenn man sagt, okay, das reicht einmal, dass ich. Hast du da irgendeine Ahnung, dass ich mir das selber machen könnte daheim? Ja, es gibt da sicher Einsteigermodelle von einem Winkel. Das, was wir da verwenden, das ist schon echt speziell für einen Rennsport. Das ist jetzt sicherlich nicht notwendig für einen Hobbyfahrer. Ja, es wird sicher Winkel geben, wo man die Grad von 90 bis 88 Grad ungefähr einstellen kann. Um die 40 Euro, schätze ich mal so grob im Schnitt, dass man da einen Winkel sich organisieren kann. Natürlich ist so, je besser das Werkzeug in der Hand liegt, desto genauer wird da die Arbeit, das muss man einfach sagen. Deswegen gibt es da auch preislich nach oben hin einfach Unterschiede. Feilen wird es geben ob 15 Euro, speziell eben zum Kantenfeilen. Ich würde jetzt nicht jede Feile von daheim her nehmen. Es gibt da schon eben speziell Skifeilen, die man im Sportgeschäft kriegt. Das würde ich einfach einmal investieren und dann komme ich da schon einmal zeitlang damit aus, wo man das verwendet. Und ich glaube, eine gute Idee ist, dass man auch den Fachmann vor Ort im Sportgeschäft einfach sagt, genau. Meine Verhältnisse, was brauche ich dafür? Genau, und dann bekommt man die Beratung. Das ist sicherlich angebracht. Die können da sicher gut weiterhelfen. Genau. Ja, wunderbar. Aber jetzt haben wir so viel über verschiedene Ski gesprochen. Ja, aber was für ein Ski nehme ich für was? Natürlich, wenn ich jetzt nach Lake Louise umkomme, nehme ich einen anderen Ski wie vielleicht in Garmisch, weil einfach die Verhältnisse anders sein, weil ja, wenn man einfach eine andere Präparation braucht, deswegen testet man ja eigentlich auch so viel. Also deswegen spielt der Service man ja die Riesenrolle, damit man sich ausmachen kann, okay, was funktioniert auf dem und was funktioniert irgendwo anders. Deswegen ist die Auswahl von den Ski dann sehr individuell, also wo man hinkommt, mit was man sich natürlich wohlfühlt auf die Verhältnisse, aber da braucht man dann schon einige paar Ski, dass man den richtigen, glaube ich, auserfüllen kann und wenn man dann den richtigen findet, glaube ich, kann es richtig rund gehen. Und da halten wir dir die Daumen, dass es in Zukunft wirklich rund geht und ganz, ganz weit nach oben geht. Vielleicht so zusammengefasst, worauf kommt dir jetzt wirklich als Profi drauf an, wenn du sagst, ich gehe jetzt auf die Piste und was können wir so von der heutigen Folge quasi zusammengefasst mitnehmen? Also wenn ich jetzt von dem ganzen Thema hernehme, ich glaube, im Endeffekt spielt noch immer das Vertrauen vom Athleten zum Servicemann eine Riesenrolle, weil ich einfach, wenn ich weiß, okay, wir haben beide unser Bestes gegeben, wir haben beide alles reingelegt, dann kann es einfach nur in eine richtige Richtung gehen. Und ich glaube, sobald ich am Start stehe, da denkst du nicht über so eine Sache nach. Ich denke daran, wie ich fahre Ski. Und ich glaube, der Benji zum Beispiel denkt darüber nach, okay,
ich habe mein Bestes getan. Ich habe alles so hergerichtet, wie es passt, wie wir es ausgemacht haben. Und dann im Endeffekt soll es wie ich Skifahren, aber das ist natürlich ein großer Teil, der zum Erfolg dazu spielt. Ja, und das ist jetzt in der Rennsport, die Rennsportperspektive. Und jetzt möchte ich das nochmal runterbrechen auf den Laien und da eben vom Experten jetzt trotzdem, vom Servicemann Herrn, wenn du das jetzt dann auf ein paar Punkte runter reduzieren könntest, wie würdest du den Laien, der handwerklich durchaus normal begabt ist, was würdest du ihm raten, wie sollte er seinen Ski herrichten, / lassen, um den maximalen Spaß auf der Piste zu haben? Ja, also wenn ich selber mir das zutraue, dass ich den Ski so herrichte, dass es mir Spaß macht, dann brauche ich einfach das gewisse Equipment dazu. Ich brauche einen Skispanner, ich brauche einen Winkel, ich brauche ein Bügeleisen, ein geeignetes, nicht das von der Oma, sondern ein geeignetes, wo ich die Temperatur einstellen kann. Dann brauche ich nicht mehr einen Grundwachs her, der braucht keine Flur haben, brauche eine Abziehklinge. Und dann brauche ich noch eine Bürste zum Ausbürsten vom Wachsel. Okay. Und dann, ja, wenn man es noch ganz gut machen will, gibt es auch noch Diamantfeilen, die man dann ganz zum Schluss den Grat nimmt von der Kante. Wird schon wieder ein bisschen kompliziert. Da kann man sicher ein YouTube-Tutorial drüber anschauen, genau, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Sicher, genau. Aber wenn man die Utensilien hat, ist man sicher imstande, einen Ski so herzurichten, dass es einen Spaß macht. Und ich glaube, das ist dann schon eigentlich runtergebrochen. Ich gehöre zu der Kategorie machen lassen. Ja, dann geht man am besten ins Sportgeschäft und sagt dann ganz genau, wie fahre ich Ski? Fahre ich schon ein bisschen professioneller oder bin ich gerade beim Anfangen? Und die wissen dann auch ganz genau, was sie dir praktisch dann auf dem Ski geben. Wunderbar, danke für die Zusammenfassung an der Stelle. Abschließend darf wie immer bei jeder Folge natürlich die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Was war, wenn ihr so zurückschaut auf eure bis dato Karriere, so das absolute Highlight, Nadine? Ja, ich glaube, wenn ich die Highlights im Sportlichen hernehme, dann sind es ganz klar immer Erfolge, die man als erstes hernimmt. Was bei mir ganz klar ist, ist Junioren-WM, also Doppelgold. Und was für mich ein bisschen so ein Knackpunkt war, letztes Jahr Garmisch, der 5. Platz, das war ein riesengroßer Befreiungsschlag einmal. Und auf der anderen Seite sind es einfach auch Momente, wo es nicht läuft, wo man sich aber einfach zurückkämpft und dann auch Sachen wieder funktionieren. Das ist für mich dann so auch letztes Jahr in der Vorbereitung, wo es mit meinem Schienbein nicht so super gelaufen ist. Ja, danach einmal eine Zeit gebraucht, bis ich wieder zurückgefunden habe, wo ich gesagt habe, boah, jetzt fühle ich mich wieder wohl. Ich glaube, das sind schon auch Momente, die einen prägen und die man mitnimmt. Und ja, ich glaube, wenn es so weiterläuft wie das letzte Jahr, dann sollte es ja auch ganz gut ausschauen. Sehr cool. Die Frage nach den Highlights, Benji, auch an dich. Ja, wie gesagt, also ich glaube, das Private ist für mich, dass ich mit Profis zusammenarbeiten darf, dass ich die unterstützen darf, dass mir die Arbeit Spaß macht. Ich glaube, das ist schon einmal eines der wichtigsten Sachen. Und sportlich gesehen, von der Arbeit her, war es bei mir sicher der 2. Platz in Sestriere mit der Elisa Merzinger, wo wir da beim Parallelbewerb ganz vorne haben mitfahren dürfen. Das ist sicher das, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird. Die Party danach oder das Rennen direkt? Ja, die Party danach hat ungefähr war eine 8-stündige Autofahrt. Ja, wirklich? Also ja, das geht einfach von Rennen zu Rennen. Ah. Das Feiern muss man ein bisschen zurück verschieben, aber ja, also das kommt jetzt auch nicht zu kurz nach der Saison. Und an der Stelle darf ich sagen, danke schön, dass ihr zu Gast wart. Danke Nadine, dass du die Zeit gefunden hast. Und Benji, dir danke für deine Expertise. Hanno, wie immer, sensationell. Danke auch an der Stelle, dass du wieder deinen Senf dazugegeben hast. Senf und Ketchup heute. Jawohl. Und ja, so schnell geht wieder einmal ein Stammtisch zu Ende. Es freut mich total, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns. Die Krone und ich. Kronenzeitung.